So, Finalturnier in der Pokémon Liga, weiter geht's. Frag mich nur, wer jetzt kommt. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Öffnungskampf der ersten Runde treffen folgende beiden Trainer aufeinander. Lukas, der berühmte junge Hoffnungsträger des Champs, und die Wasserrennlerin. Du bist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kielten gekämpft haben. Dylan ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst deinen Titel heute nicht nach Hause, wirst den Titel heute nicht nach Hause nehmen. Ich würde dich nämlich vom Thron hauen oder ich würde dich besiegen und ich weiß, was darf nicht unterschätzen, Dynamax ist geil und ich werde Wellen schlagen, whatever. Hör auf zu labern und lass uns kämpfen. So. Okay. Naja, hab ich auch das falsche Pokémon vorne. Sanya wird enttäuscht sein, oh mein Gott. Machen wir uns wirklich um solche Sachen Gedanken. So, da bin ich aber mal gespannt, du. Okay, Rückzug wurde bewirkt. Barakipa. Haben wir sogar schon mal gekämpft gegen den. Ja, das ist natürlich kein so tolles Pokémon für diesen Kampf. Aber kein Problem. Okay, das war jetzt unerwartet. Aber gut, Wasser-Pokémon eignet sich auch für Eisattacken. Das wissen wir jetzt spätestens. Erst einmal muss ich hier ein Barakipa verabschieden, was für ein Name. Ja, Golking. Mit sowas kommt er mir hier im Finalturnier, ich bitte euch. Es tut mir leid, aber ich muss es besiegen. So, mal schauen, was bringt der Holzhammer. Genug, um es zu besiegen. Gott sei Dank. Ja, immer weiter. Kommt. Jetzt bin ich motiviert. Philippo, ja, dann muss ich was anderes machen. Muss ich was anderes einfallen lassen. Also, ich bin ja ganz für ihn hier. Ich mag Philippo einfach. Aber ich muss jetzt hier leider besiegen. Okay, warte, ich bin kurz weg. Meine Güte, macht das immer noch viel Schaden.
Das ist doch vom Typ. Das ist doch Wasser. Come on. Ja, da soll Kamalm eben kommen. Wenn Kamalm kommt, bin ich bereit. So. Es ist Zeit für Dünner Flora. Seltsamer Remix vom Arena Leiter Team. Dünner, dunkel, was Besseres fällt dir auch nicht ein. Da ist ein Scheiße, wenn Wasser und Gestein nicht springt. Und so ist es halt nun mal erledigt. Also haben wir noch gut Zeit für den zweiten Kampf. Die Frage ist nur, wer da kommt. Ich frage es nicht, du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Ich frage mich jetzt persönlich, dieses Finalturnier hängt es von der Edition auch ab, gegen wen man da trifft? Gegen wen man da antritt? Lukas hat gewonnen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat Kate bezwungen, genau. Ja, das ist schön. Gut, das weiß man doch alles. Ja, ordentlich Wellen geschlagen. Ja, super, toll. Sander ist begeistert. Ja, spätestens jetzt sollen alle Leute wissen, was du kannst. Genieße die Begeisterung. In die Welle des Applauses mit. Folgt eine kurze Pause. So. Ich glaube, gegen Nest dreht man nicht an. Naja, erstmal abspeichern. Der heißt ja genauso wie die Figur aus Earthbound. So, ich finde mit Stahlkammer, oder, ja, ich möchte eigentlich jetzt hier nicht großartig rumtauschen, also gehen wir einfach mal so in den nächsten Kampf. Deswegen habe ich auch so viele Pokémon. So, wen darf ich als nächstes plätten? Zweite Runde, wer steht sich gegenüber? Lukas gegen Betis und dann halt gegen Kate und dann, ach, jetzt kommt Nio, okay. Hätte ich es doch wissen müssen, ich hätte den jeder auf mein Ding setzen sollen. Mein Feen-Pokémon. Hallo, ich bin's wieder. Du scheinst gut in Form zu sein. Ich kann mich noch gut an dich erinnern, weil du der stärkste Challenger warst, der gegen meinem Stadion aufgekreuzt ist. Und welches das uns erkämpfen. Lass mich doch nicht so hängen. Ich bin so aus wie Shy Guy. Vielleicht habe ich noch nichts zu kriegen, aber ich kämpfe. Okay, ich hätte Knirscher einsetzen müssen. Aber mal schauen, vielleicht kommt der Käfer was. Ne, Käfer bin ich gar nicht. Und das ist ganz, ganz schlecht. Und noch ein Vorschlag. Das ist mal Rest in Peace. Aber da habe ich ja noch was.
Ich bin auf alle Situationen gut vorbereitet, Leute. Das, da könnt ihr nichts anderes meinen und behaupten. Erst recht. Oder nee, Quatsch, ich hab nur gedacht. Würde irgendwas bringen. Da ist jetzt halt die Top-Genesung rein. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Und darauf habe ich jetzt, glaube ich, echt nichts. Und dann sieht er dann als nächstes rein. Gute Frage. Wahrscheinlich das Eis-Pokémon. Okay, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, was diesen Kampf angeht. Doch Stahl konnte ich eigentlich auch reinsenden. Weil Stahl ist ja jetzt normal effektiv. Also will ich nicht mein großes Pulver verschießen. Ich habe jetzt einfach gedacht, der würde nicht rankommen. So schnell kann man sich irren. Skill Abra, ja, mach mal weiter so. Auch wenn ich ja auch Feuerattacken hatte, das habe ich vollkommen vergessen. Wasser wäre empfehlenswert gewesen. Ich glaube, das setze ich dann einfach auch als nächstes ein. Ja, wenn das so schnell einen kurzen Prozess mit uns macht. Dein Hagen hätte sich natürlich auch empfohlen. So, Mortipot. Ja, machen wir hier mal weiter. Sind gerade so schön im Flow. Die Teetasse. Oh, Fesselbiss ist sogar sehr effektiv. Habe ich gern genutzt. Mann, es kann auch einfach gehen. Gorgason, okay, das ist dieses alternative Corazon. Einfach Fesselbiss einsetzen. Ja, das scheint die Antwort auf alles zu sein. Ja, so schnell kann es auch manchmal gehen. So, und jetzt natürlich Gengar. Das ist natürlich der Oschi. Der Over-Oschi. Mein letztes Pokémon. Wie traurig, das ist beängstigend. Hallo Gengar. So, natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt hier Dynamax. Dann noch Dina Dunkel. Das klingt so DIN-A Dunkel. Das klingt so wie ein Papierformat. Hashtag. Wie sieht denn das aus? Wie das Tor zur Hölle, oder was soll das darstellen? Symbolismus, erste Klasse. Ich bin sowas von unbeeindruckt. Komm, mach kurz einen Prozess. Auf. Dann passt das alles mindestens in 15 Minuten rein. Oh, hat knapp überlebt. Ja, dann wird das Ganze noch ein bisschen in die Länge gezogen. Sorry. Und wie das aussieht. Schau dich das an. Das sieht so aus wie ein Tor. Ich hab mal dieses One-Piece-Spiel da gespielt. Da gab's so ein ähnliches Tor. Die Spezialverteidigung sinkt, aber das soll es gewesen sein. Meine Güte. So. Explodieren mal schön. Hall und Rauch. Machen wir nichts aus. Oh
oder hätten auch diesen Gegner bezwungen. 15 Minuten hat das Ganze gebraucht gegen zwei Gegner. Und so mal sagen, läuft bei uns. Vielleicht konnte ich durch die Maske nicht sehen, wie stark du wirklich bist. Lukas. Lukas hat es geschafft, mit Bravourmeister die zweite Runde. Du Donnerwetter, du bist zu stark für mich. Und ich hoffe, dass du noch stärker wirst. Starke Trainer finde ich gut. Wer wird unserem unaufhaltbaren Challenger im entscheidenden Kampf gegenüberstehen? Wird es Ness, der Dynamax-Verweigerer oder doch Roy? Natürlich wird es Roy! Oder? Ja, genau, Roy, ja. Der Drachentyp. Und gegen den geht's beim nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, ciao! Nicht schubsen, Mary. Okay. Oh, Lukas, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich als Revanche besiegt. Aber, was macht mein großer Herr Bruder? Er fliegt im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, da bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe genug gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Lukas, schnapp dir den Titel. Ich feuere dich an. Sorry, dass wir dir gerade unseren eigenes Drama als Kotelett an dein Ohr gelabert haben. Ist sicher das Letzte, was du von dem Kampf hörst. Und deswegen geht's auf den Platz. Aber ich bin zuvor vor dem Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren, denkt dran, Freundschaft ist Magie.